Die Parkplätze füllen sich zusehends und damit füllen sich auch die Kassen der Geschäfte im Fashion Outlet Zweibrücken. Während der Ferien darf das Outlet auch sonntags öffnen. Eine Sonderregelung, gegen die Modehändler Steffen Joost vor Gericht geklagt hat. Wir haben geklagt, weil wir diese Ungerechtigkeit, die wir da empfinden, nicht länger ertragen wollten. An diesen Sonntagen wird schätzungsweise 10-15% des Jahresumsatzes erwirtschaftet, der den umliegenden Gemeinden und Städten fehlt. Insbesondere den innenstädtischen Händlern, das ist nicht zu akzeptieren. Seine Klage wird in dritter Instanz vom Bundesgerichtshof verhandelt. Eine Entscheidung könnte kommende Woche fallen. Dazu bekommen wir vom Outlet Zweibrücken die Rückmeldung, kein Interview und keine Drehgenehmigung. Schriftlich heißt es, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Aussagen zu laufenden Gerichtsverfahren treffen. Die Kundschaft sieht die verkaufsoffenen Sonntage pragmatisch. Das sollte so bleiben. Das mögen wir, weil man hat Zeit dafür. Am Wochenende. Genau. Jetzt sind wir gerade hier und weil wir was abholen, was wir gestern gesehen haben, deshalb ist es ein bisschen doof, dass ich gerade sage, es ist nicht nötig, aber ich finde es eigentlich übertrieben. Jeden Sonntag geöffnet. Für viele, die unter der Woche arbeiten, ist es bestimmt gut, wenn die sonntags wenigstens einkaufen können. Steffen Joost hofft, dass er vom Bundesgerichtshof Recht bekommt. Er würde aber auch den Weg vors Bundesverfassungsgericht nicht scheuen.